Erstmal schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar in Zusammenarbeit mit Traders Talks mit unserem Thema professionelles Arbeiten im Daytrading. Ich freue mich sehr, dass wir heute Sergej Wolf als Referent gewinnen konnten und er für uns die Zeit gefunden hat, entsprechend dieses Event hier mit uns zu veranstalten. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wie immer schauen wir uns den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Sehr schön. Ja, dann gebe ich auch direkt den Bildschirm weiter. Und wünsche selbstverständlich viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist. Und Sergej, vielleicht kannst du auch das Fragefenster entsprechend öffnen, so dass du, wann immer du möchtest, darauf reagieren kannst. So, hallo Nelson. Wir sehen Moment. Deine Plattform. Drei Charts. Ihr seht meine Plattform, das ist gut, ja. Dann, ich bin nicht so ganz geübt, ja, in diesen ganzen Übertragungssoftwaren, aber okay, das klar. Passt schon. Also, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus, ja, ich bin der Sergej und genau, heute machen wir eine schöne Session bezüglich professionelles Arbeiten im Daytrading, besonders hier so ein bisschen auf die Eurex ausgelegt, aber nicht nur auf die Eurex, sondern meine, wenn man seine Strukturen im Handel aufgebaut hat, ja, die kann man auch dann auf den Nachmittag übertragen und auf den Vormittag, je nachdem, wann man Zeit hat zu handeln, beziehungsweise wann man arbeiten muss oder wie auch immer, ja, weil die meisten müssen ja meistens arbeiten. Genau, und die Themen werden wir heute versuchen anzureißen. Ja, ich habe hier das Fragefenster, wenn es aufläuft, werde ich das immer aufmachen, ja, weil wer mich kennt, der weiß ganz genau, dass ich schon seit Jahren von vielen Bildschirmen auf einen Laptop umgestiegen bin, ja, ein 15 Zoller. Ich betone das auch immer gerne, weil viele meinen, je mehr Bildschirme man hat, desto besser handelt man. Das ist meistens immer so das Gegenteil, was dann eintrifft, ja. Je mehr Bildschirme wir haben, desto gestreuter ist unser Fokus, desto mehr Informationen kriegen wir, desto mehr müssen wir filtrieren, um tatsächlich diese Handelsentscheidung zu treffen oder überhaupt erstmal zu wissen, wo wir drauf gucken. Ja, also diese Überlastung des Arbeitsplatzes ist ein unheimlich großer Faktor beziehungsweise ein großes Thema ja im Handel. Das sehe ich immer wieder im Mentoring bei uns. Meine Mentees, ja, wenn ich die Bildschirme teilweise sehe, dann denke ich, dass die bei Elon Musk irgendwo arbeiten und Raketen fliegen, ja. Aber wie gesagt, also es muss so einfach wie möglich sein. Und meine Entscheidung ist dann irgendwann mal vor ein paar Jahren gefallen, dass ich mich immer weiter dezimiert habe, ja. Ich hatte 12 Bildschirme an der Front und erstens wurde es sehr, sehr warm im Raum und zweitens wurden meine Ergebnisse nicht besser dadurch, bis ich dann mich entschieden habe, immer weiter in die Bildschirme abzubauen. Ja, und somit bin ich dann irgendwann mit so einem kleinen Laptop hier hängen geblieben. Und ich kann nur eins sagen, dass ich seitdem tatsächlich auch nur das sehe, was ich sehen möchte zum Executen, dass ich das klicke, was ich mir vorab schon vorbereitet habe. Ja, das heißt also, ich straightforward einfach, ich arbeite mein Ding ab, dann ist die Kiste aus und fertig aus. Ja, ich brauche keine extra Information von wie auch immer, ja, Zeitung lesen nebenbei, NTV gucken, daraus wird man nicht schlauer, ja, das ist alles meistens immer Vergangenheit, was den Handel angeht, ja, die frischeste Information findet ihr genau hier, was ihr vor euch seht, ja, das ist im Grunde genommen, sind die Charts, ja, die Charts, das Volumen, das ist das, was ihr im Handel im Grunde genommen analysieren wollt und wo ihr Profis drin werdet, werden solltet, ja, weil da sind so im Grunde genommen die Sachen, die unverfälscht da reinkommen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist das so weit wie möglich vernünftig zu interpretieren, um das
im Handel auch dann vernünftig umzusetzen. Gut, 5 Minuten erklärt, warum ich einen Laptop benutze, ja. Zu meiner Person nur ganz kurz, ja. Wie gesagt, ich bin seit 2017 zertifizierter Eurex-Derivatenhändler. Ja, habe da im Grunde genommen mein Zertifikat gemacht. Ja, ist jetzt nicht unbedingt das, was mich dann weitergebracht hat. Also ist ja reine Theorie, was da gemacht wird bei der Prüfung und bei der Vorbereitung. Aber das war dann notwendig, damit ich professionell handeln kann. Ja, das heißt, damit tatsächlich auch im Handelshaus, wo ich jetzt untergebracht bin, seitdem Konten auf meinen Namen aufgemacht werden können, ja, damit das alles offiziell läuft und. Musste ich eben das Zertifikat vorweisen und hatte das Glück, dann im Grunde genommen bei TraderStock anzufangen, ja, im Grunde genommen im Family Office von Innotaurus, was dann jetzt als TraderStock im Grunde genommen bekannt ist. Genau. Und seitdem beschäftige ich mich mit diesen drei Märkten. Ja, am Anfang war es eher so der FDAX, ja, so wie alle Rookies und Anfänger meistens anfangen, der DAX, ja, nichts über den DAX, so dass man versucht, sich in diesem Markt zu stabilisieren und etablieren, ja, und Punkte zu gewinnen. Nur leider, was heißt leider? Irgendwann meist man stößt man in diesem Markt an seine Grenzen. Ja? Das heißt nicht nur handelstechnisch an die Grenzen, sondern das, was die meisten kennen, im Grunde genommen an die mentalen, psychologischen Grenzen, Overtrading und alles, was dazu gehört. Ja? Und ich meine richtig Overtrading, ja, das so mit 800 Trades am Vormittag und sowas, das geht dann irgendwann mal in eine Stufe, die kann man schon als krank bezeichnen. Und da musste irgendwann mal die Entscheidung gefällt werden, was machst du jetzt? Ja, ich meine, es kamen Gewinne, es war alles in Ordnung. Das heißt also, es ist im Grunde genommen nicht so, dass also ich wurde nicht gekündigt oder so. Ja, aber es war nicht die Performance, die ich mir erwünscht habe. Und es war nicht die Performance, die ersichtlich war. Ja. Das heißt, man kann viel mehr daraus machen. Und somit musste ich erstmal von diesem schnellen Geld versuchen, in stabiles Geld umzusiedeln und habe dann lange überlegt, was mache ich. Und nach links und rechts geguckt, was die Kollegen machen. Und ein stand fest, ja, so ist war immer so ein Leitsatz auch in der Firma und das ist aber auch ein Leitsatz im professionellen Handel. Meistens immer da King is Size, ja. Also das heißt es ging, Entschuldigung. Es ist schon ein bisschen spät, ja. Also das heißt, die gehandelten Kontrakte, ja, wenn jetzt CFDs handelt, dann sind das die Lots, ja, ein Lot, zwei Lots, 100 Lots, so whatever. Das ist im Grunde genommen, worauf wir uns schmeißen sollten, ja. Das ist nicht unbedingt die Strecke. Ja, das ist nicht hier wie im DAX 100 Punkte, 200 Punkte und sowas. Das wird immer so angenommen, dass die Profis im Kurzfristhandel Riesenstrecken fahren. Ja, eigentlich das, was entscheidend ist, wo kriege ich die meisten Kontakte untergebracht? Ja, auf die schnellstmöglichste Strecke. Ja. Und so habe ich dann angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich bin auf den Daily Chart gegangen, weil ich wollte weg von diesen kleinen Kleinen, bin auf den Daily Chart gegangen und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mir die Bereiche definieren, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass große Marktteilnehmer in diesen Zonen anfangen werden, sich zu zeigen. Und wenn die sich dort zeigen, dann muss ich ja irgendwas versuchen rauszulesen aus dem Markt, damit ich dann anfange, auf deren Reaktionen dann quasi zu reagieren, ja. Das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe mir irgendwie versucht, eins und eins zusammenzulegen, habe gedacht, ja gut, ein großer Marktteilnehmer, der wird nicht auf dem Minutenchart rumsitzen, sondern der muss sich ja langfristig positionieren. Ja, also bin ich dann eben auf den Daily Chart rübergegangen, habe mir quasi meinen Handel aus dem Daily Chart veranstaltet, tatsächlich auch ein positives Feedback für mich gemacht hat, denn ich habe viel weniger gehandelt. Ja, mein Handelsintensität ist, und das ist auch das, was auch im professionellen Handel bestätigt wird. Ja. Das heißt im Grunde genommen selektives Handeln, Qualität vor Quantität,
weniger ist mehr. Das heißt, wenige Trades an guten Zonen, gut vorbereitete Trades zu exekuten, um sein Geld zu verdienen. Ja, es geht nicht um diese zig Trades am Tag, wo wir vom Kopf her unheimlich heftig belastet werden, sondern es geht tatsächlich um vorbereitete Trades, ja, um die zu exekuten. Ja, was das heißt, kommen wir gleich darauf noch zu sprechen. Genau, und dann habe ich mich eben so weiterentwickelt. Eurostoxx, ein Bund dann irgendwann mit dazu genommen. Bund war dann irgendwann so ein bisschen crazy. Da habe ich den Bobble dazu genommen. Ja, das heißt, den Future auf die fünfjährige Anleihe. Das ist der Bobble, heißt der. Und so, der ist etwas entspannter. Der handelt ungefähr so wie der Eurostoxx. Hat nicht viel Strecke, aber dafür auch kann man da relativ viel Size unterbringen. Und genau so hat sich das im Grunde genommen alles fortgeschritten. Ja, und irgendwann mal habe ich mich entschieden, wieder den DAX mit dazu zu nehmen, weil ich fand, ich war dann ruhig genug, entspannt genug, um das Ganze zu handeln. Musste feststellen, was für ein krasser Unterschied das letztendlich gewesen ist. Ja, das heißt, dieser Werdegang, wie man so sagt, ja, vom großen Bild nach klein, ja, langsame Instrumente erst bevorzugen, damit man überhaupt versteht, was da passiert, damit man genügend Zeit hat, sein Handeln vorzubereiten, zu exekuten, diese Execution zu beobachten, ja, das heißt im Grunde genommen diesen Trade zu beobachten, ohne dass da hin und her alles läuft und man versteht die Welt nicht mehr, ja, wie es ab und zu im DAX ist. Ja, und im Nachhinein im DAX reinzugehen, versteht man die Materie viel, viel besser. Ja. Genau, und so hat das Ganze im Grunde genommen angefangen, ja. Und so mit der Zeit peu à peu entwickelt man im Grunde genommen gewisse Prinzipien oder Leitsätze, ja, wie ich immer sage. Weniger ist mehr, ja. Das heißt also nicht alles zu komplex sehen, sondern ja, die Börse ist ein unheimlich komplexes System, ja. Da schaut keiner durch. Die besten Professoren kriegen die Verzweigung der gesamten Börse, wie die auf der Welt ist, ja, und die ist komplett verzweigt, ist wie so ein Spinnennetz, kriegen das noch nicht mal auf die Reihe. Ja, das ist hochkomplex, das ganze Thema. Und wir müssen anfangen, das Ganze zu strukturieren, und zwar so einfach wie möglich zu strukturieren, um daraus Trades zu generieren. Ne? Nichts anderes ist das. Das ist viel Pattern Recognition, ja, das heißt also wirklich Formationen erkennen. Nicht nur Formationen im Sinne von technischen Formationen, die unheimlich gut funktionieren, sondern auch sich dann versuchen, ja, über den Tellerrand überzuschauen, das Volumen anzuschauen. Das heißt, was bewegt tatsächlich den Markt im Moment? Da sind die Marktteilnehmer, die können wir anhand des Volumens sehen, im Volumenprofil sehen, im Delta sehen. Das heißt, dass wir daraus die Informationen sammeln. Ja. Und letztendlich ist das nichts anderes als Informationen sammeln, sich die Mühe machen, das Ganze sich ja, zu speichern, ja, nicht nur im Kopf zu speichern, auch auf dem PC zu speichern, ja, das heißt, einen Ordner zu erstellen, dass man erstmal Muster sammelt und dann diese Muster im Grunde genommen einteilt, ja. Also je nachdem, wie oft auf ein Muster gute Setups aufgehen, dass man sich da Muster raussucht, ja, so gewisse Trigger und sagt, darauf handle ich. Ja, dann wartet man eben, wenn wir an gewisse Zonen rankommen, sehen wir das Muster, dann klicken wir her, es muss so am Ende so ein gewisser Automatismus entstehen. Ne, weil nur das, was wir uns bereits im Research bestätigt haben, ja, und auch im, sagen wir, im Handel bestätigt haben, dass etwas aufgeht, ja, können wir auch mit der gewissen Confidence auch klicken. Ne? Ich frage immer so Leute, die ab und zu Trades reinstellen bei mir, die nicht unbedingt jetzt also laufen, im Plus geschlossen, aber es sind Trades, die so ein bisschen nicht nach Regelwerk laufen oder gegen Zonen, ja, sagen wir, in der Widerstandszone ein Long aufzubauen. Ja, da frage ich immer, würdest du das Geld von deiner Oma, wenn die dir 1 Million vererben würde, die Million auf diesen Trade setzen? Ne, würde ich nicht. Ja, dann ist das auch ein Schrott-Trade. Ne? Also wir müssen versuchen, irgendwann mal in diese professionelle Schiene reinzugehen. Das heißt, es geht ums Geld und um nichts anderes. Versuchen mit dem geringsten Risiko
den maximalen Ertrag zu erzielen. Ja? Und das können wir nur, wenn wir regelmäßige Muster erkennen. Ja, also das heißt Visualisierungsarbeiten. Das heißt, sein Bildschirm tagsüber, also wenn man am Handel ist, ja, ich handle zum Beispiel von 9 bis 12 maximal, meistens sind wir, also ich sage wir, weil ich mit dem Büro, ich arbeite von zu Hause, das Büro ist ja in Frankfurt, Trading Floor bei uns, keine, ja, glaube 50 Meter von der Börse entfernt. Und wir sind vormittags über die Leitung hier verbunden, dass wir miteinander sprechen, wer was sieht oder wie auch immer. Und genau, und im Grunde genommen, ja, muss man eben zusehen, dass man sich diese, ja, diese Patterns erarbeitet, ja, diesen Bildschirm aufnimmt. Also wie erarbeitet man sich diese Patterns, indem man den Bildschirm aufnimmt in der Haupthandelszeit, ja, und das Ganze nacharbeitet. Ja, das meiste, glaube ich, was ich so ein bisschen mitbekomme, ist, dass die Leute denken, dass mit der Zeit, je länger man am PC sitzt, desto mehr nimmt man einfach Informationen auf. Ja, tatsächlich, das ist so, man nimmt Informationen auf, aber das sind ja Informationen, also nicht alles Informationen, die wir auch tatsächlich brauchen. Ja, das heißt, wir müssen zusehen, dass wir an wichtigen Levels diese Videos im Grunde genommen bearbeiten. Ja, was fällt uns auf? Es fällt uns vielleicht beim ersten Mal nichts auf. Aber wenn wir 10 Mal sehen, wie ein Ausdruck gespielt wird, an einer wichtigen Zone, ja, dann werden wir gewisse Sachen erkennen. Ja, und durch dieses Erkennen bildet sich im Grunde genommen im Unterbewusstsein gewisse Schemas ab, ja, wo wir dann Teile erkennen, ja, gestern nicht erkannt, heute erkannt. Ja, das ist wie ein Film gucken, beim zweiten, dritten Mal, wenn man einen Film guckt, dann sieht man immer wieder Sachen, die sagt man, so habe ich das noch nie gesehen, ja, oder Buch lesen. Genauso ist das hier, ja, wir müssen immer wieder wiederkehrend die Situation sehen, damit wir Informationen erkennen. Ja, und dann diese Informationen filtrieren wir nach Wichtigkeit und das, was am Ende hängen bleibt, ist im Grunde genommen komprimiertes, gutes Zeugs, was wir für die Execution brauchen. Und so sollte das laufen, ja, das ist im Grunde genommen diese Vorarbeit, ja, um euch so ungefähr ein Richtwert zu geben, wie lange sowas dauert, ja, also überhaupt, ja, man geht ja immer davon aus, wenn man in den Handel reinkommt, dass man sich ein halbes Jahr mit irgendwas beschäftigt hat oder ein Jahr mit etwas beschäftigt hat, beziehungsweise vielleicht den einen oder anderen das ein oder andere Coaching gemacht hat und dass man jetzt anfängt zu handeln und verdient Geld, ja, das funktioniert im Grunde genommen so nicht, ja. Auch egal, was man für ein Coaching belegt, können wir nichts kopieren, ja. Das heißt, wir können nichts einfach rausnehmen und sagen, ich kann das genauso umsetzen. Das wird nicht funktionieren. Ja, sondern wir können Informationen rausnehmen, wir können was uns beigebracht wurde, diese Theorie nehmen und versuchen dann quasi auf uns zurechtzuschneiden. Ja, aber das braucht Zeit. Also um im Handel, sagen wir, Erfolg, was heißt erfolgreich? Erfolg ist, wie definiert man Erfolg? Ja, jeder für sich irgendwie anders. Aber um im Handel irgendwie Fuß zu fassen, ja, kann man ganz locker davon ausgehen, ja, so mindestens 3 Jahre bis irgendwo bis 6 Jahren, dass man verstanden hat, worum es geht, dass man anfängt, Geld zu verdienen. Ja, also eine ganz normale Ausbildung, ja, vielleicht sogar darüber hinaus, vielleicht so ein Master, ja. Also 3 bis 6 Jahre gehen ganz locker darauf, dass man Geld verdient. Ich rede nicht davon, 2 Monate Geld verdienen, 1 Monat Geld verlieren. Ich rede davon, konstant versuchen, an der Börse zu überleben. Ja, und überleben meine ich wirklich überleben. Ja, weil das ist ein unheimlich hartes Geschäft. Ja, und je klarer das einem wird, desto besser ist das, weil dann fangen wir tatsächlich qualitativ hochwertig an zu arbeiten. Ja, das heißt auch alles vorzubereiten, unsere Trades vorzubereiten, unsere Vorgehensweisen vorzubereiten, unsere Setups zu entwickeln. Ja, es ist keine Zeitverschwendung.
Ja, oder beziehungsweise, wenn man so das nicht macht, ist das eine Zeitverschwendung. Deswegen gehen die ganzen Jahre vor die Hunde. Ja, ihr kennt das alle selber im Grunde genommen. Man fängt ein neues Setup an und nach 2 Wochen läuft ganz gut. Ja, die erste Woche läuft gut, zweite Woche läuft gut, dritte Woche läuft gut, dann in der vierten Woche kriegt man einen Tag auf den Deckel und verliert alles, was man in den letzten 3 Wochen gewonnen hat. Ne? So, was macht man? Man hört damit auf. Ja, weil das alles Blödsinn war, man ist total verärgert, fängt wieder was Neues an. Ja, womöglich sogar investiert man wieder Geld, neues Coaching, wie auch immer. Ja, und das ist genau immer so das Falsche, ja, sondern man muss, wenn etwas halbwegs aufgeht und dann zwischendurch mal so Patzer passieren, ja, das muss man alles auswerten. Ja, man muss dranbleiben. Und meistens fehlt so den Leuten, das Rückgrat, dass man an diesem Setup richtig arbeitet. Ja, aber wenn ein Setup etwas ab und zu Geld reingebracht hat oder regelmäßig Geld reingebracht hat und dann einbricht, es muss irgendwas damit zu tun haben, dass entweder war der Markt nicht so gut, das muss man erkennen, oder wir haben den Fehler gemacht und haben das aber nicht akzeptiert, beziehungsweise alles auf den Markt geschoben und müssen was Neues machen. Ja, und das ist im Grunde genommen, ja, der Handel ist im Grunde genommen ein Beiprodukt, ein Nebenprodukt von dem, was man sich entwickelt. Ja, das heißt, ihr müsst viel, viel mehr, und wenn ich viel mehr sage, wirklich alles dafür geben, wer es tatsächlich ernst meint, im Handel Geld zu verdienen, erstmal diese, also mal für sie die Strukturen zu entwickeln. Das heißt, gewisse Prozesse zu entwickeln, diese Prozesse zu testen, diese Prozesse zu optimieren, weil nur wenn ein Prozess optimiert ist, ja, und das ist zum Beispiel im Handel, dann wird am Ende einfach etwas rauskommen, ja, das Outcome. Und wenn der Prozess gut ist, dann wird am Ende auch Geld übrig bleiben. Ja, das heißt, ich sehe zum Beispiel den Handel nie so richtig als Handel, sondern ich sehe von der Trade-Vorbereitung oder Handelsvorbereitung, Handelsdurchführung und dann am Ende im Grunde genommen der Exit meiner Strategie. Das ist einfach ein Prozess. Ja, mich interessiert nicht, was am Ende rauskommt. Ich weiß, wenn ich meinen Prozess optimiert habe oder wenn mein Prozess optimiert ist, wird am Ende etwas Gutes rauskommen. Und wenn was nicht Gutes rauskommt, dann wird das kein Riesenverlust sein. Ja, und da müssen wir so in diese denken. Ne? Viele denken so P&L-Sachen, ne? Und das heißt so, sogar im Demo, ja, oh, ich verliere gerade Geld, tut weh, wie auch immer, ja, ich will das aber im Demo so wie in echt machen, ne? Und solche Sachen. Es dreht sich ganz Sachen ums Geld. Ne? Aber eigentlich müssten wir das Thema Geld beiseite schieben und erstmal uns darauf fokussieren, diese gewissen Abläufe, und zwar wichtig, immer wiederkehrende Abläufe, zu optimieren. Und wenn das funktioniert, dann fangen wir an, Geld zu verdienen. Ja, und diese Abläufe können komplett verschieden sein. Ja, das heißt, ihr müsst erstmal für euch herausfinden, was könnt ihr gut. Ja, also ich sage immer, wenn ich jemanden frage, sag mir, was du gut kannst, ja, im Handel. Sagt da meistens immer irgendein, was weiß ich, Breakout, Reversal, wie auch immer. So, es gibt eine Sache, die euch sofort im Kopf aufkommt, wenn ihr sagt, das kann ich gut. Ja. Und wenn ihr das beantworten könnt, dann müsst ihr euch eigentlich nur an diese Sache festbeißen und nur noch diese Sache handeln. Ja, es geht ja nicht darum, wie oft man handelt. Ja, ich habe heute das beste Beispiel, also Mentoring gebracht. 100 Handelssituationen. Und wenn man nur eine Handelssituation von den 100 mit Sicherheit beherrscht, ja, muss mich kurz entschuldigen. Wir sind Landkinder hier, ja, die fahren auch mit Trecker hier. So, wenn man 100 Handelssituationen hat und nur eine von den 100 beherrscht, also mit Sicherheit beherrscht, ja, das heißt also im Grunde genommen, man versteht diese Situation, da verdient ihr Geld. Fertig. Dann seid ihr erfolgreich. Ihr braucht die 99 nicht handeln. Selektiertes Handeln, das heißt tatsächlich sich nur auf das fokussieren, was ich kann. Vom Rest nicht ablenken lassen. So, und schon seid ihr erfolgreich. Mein Chef, der Wango, der ist heute nicht dabei,
Der hat mir immer gesagt, pass auf, fokussiere dich auf das. Und auch wenn das nur einmal in der Woche kommt, sogar wenn das einmal in 2 Wochen kommt, wirst du so viel Geld verdienen, davon kannst du gar nicht träumen. Ja, nur man ist ja, wie man ist, ne? Ich kann doch nicht einmal in einer Woche handeln, ich muss doch was klicken und hin und her. Das heißt, der Prozess hat sich nach hinten auch verzögert, weil man wollte mehr machen. Ja, letztendlich bin ich aber nach Jahren genau nach wie vor an diese Stelle gelangt, wo ich sage, 100% richtig. Ja, hätte ich nur die eine Sache gehandelt, ja, was für einen Stress soll ich mir machen? Das heißt, durch diese eine Sache würde Geld kommen und ich habe keinen Stress. Ne? So, aber das ist alles ein Prozess im Handel. Ne? Das heißt, das ist diese Entwicklung im Handel, man wächst dabei. Man lernt neue Sachen, ja, man lernt neue Phasen. Auch dieses erfolgreich Handeln im halben Jahr, was nicht funktioniert, ist, welche Marktphasen haben wir? Ja, 2021 S&P, glaube ich, total long ausgerichtet, alle haben sich Geld verdient und 2022 im Frühjahr saßen die alle bei mir im Mentoring und haben gesagt, ich verstehe das gar nicht, ich habe Geld verdient im Winter, so viel Geld verdient und ich habe das alles verloren jetzt. Kannst du mir weiterhelfen? Und das ist dann im Grunde genommen das, was eintrifft dann. Ja, das heißt, man kennt die Marktphasen nicht. Ja, man handelt alles gleich. Ja, man handelt überall mit dem gleichen Risiko. Ja, man geht davon aus, dass wir laufen lassen können. Wir hatten den Markt jetzt lang genug nicht. Ja, wenn wir zum Beispiel DAX hier angucken und Eurostoxx, wir haben lang genug nicht den Markt gehabt, um Positionen unheimlich lange laufen zu lassen, denn wir sind hier seit April in einer riesigen Range hier eingeschlossen. Ja, so, es ist nicht so, dass wir diese Range mit einer Kerze durchlaufen, sondern ihr seht, was hier für Trouble dazwischen ist. Ist das ein Lauflassmarkt? Ich meine, so eine Richtung einschlagen und dann 200 Punkte machen, 300 Punkte machen. Nein, ist es nicht. Ja, es ist ein Markt von, man geht rein und man ist froh, wenn man sein Geld verdient hat. Ja, das nehmen, was der Markt einem gibt und nicht versuchen, da nach Riesenstrecken zu fahren. Und dann kommt dazu, ist das überhaupt notwendig, diese Strecken zu fahren, wenn ich die Size einfach erhöhen kann? Ja, also ich handle zum Beispiel den Eurostoxx auf 5 Ticks TP. Also eigentlich per Default 5 Ticks TP im Eurostoxx. Ab und zu, wenn Marktsituationen sich anbieten, wo man sagt, man bricht aus einer riesen Range raus, zum Beispiel hier heute, ja, dann kommt auch mal vor, dass man ein bisschen mehr Ticks mitnimmt, aber normalerweise auch 5 Ticks. Warum 5 Ticks? Weil ich habe mein Research darüber gemacht, wie viel macht er aus dem Stand. Ja, das heißt, wir kommen an eine Zone dran, ich kriege den Trigger, das heißt die Execution. Was macht der Markt aus dem Stand? Meistens. Ja, meistens immer so zwischen 5 und 7. Ja, 7 nicht immer, 5 immer. Also verzichte ich auf die 2 Punkte und nehme lieber 5 mit Sicherheit mit. So. Und dann ist es nur ein Spiel der Kontogröße. Ne? Kontogröße beziehungsweise auch, was ihr da an Lots oder Kontrakten unterbringt. So. Und dann spielt ihr jede Situation im Grunde genommen gleich. Einzige, was ihr macht, ist, ihr guckt, wie viel Risiko macht ihr rein. Das heißt, wie viele Lots, wie viele Kontrakte könnt ihr unterbringen in diesem Markt. Ja? Ist die Marktphase super, super gut, Risiko erhöhen. Ist die Marktphase eher eingeschlafen, ja, Risiko runterfahren. Also ihr spielt dann mit den Kontrakten hin und her. Und schon habt ihr es im Griff. Ihr müsst nie relativ viel überlegen, ja, bis wo kann der Markt mal laufen und. Sondern es ist eigentlich so ein per Default Procedure. Das ist die eine Seite. Ja. Es gibt Händler, die handeln wirklich von Zone zu Zone. Ja, wir haben im Büro ziemlich alles vertreten. Ich bin so derjenige, der kurze Strecken fährt. Die anderen teilweise fahren dann wirklich bis 22 Uhr, also kurz bevor der Markt schließt, halten ihre Position, wenn wir einen Richtungsmarkt haben. Ja. Das ist aber jedem selbst überlassen. Das heißt, da müssen wir oder da müsst ihr in euch hineinhören und fragen, was seid ihr psychisch, wie seid ihr da gestrickt? Ja, ich habe zum Beispiel keine Lust, wenn ich um 10:30 Feierabend habe, den ganzen Tag noch aufs Handy zu gucken, wie sich der Markt entwickelt hat. Ja. Sondern ich möchte abschalten und dann die Zeit mit meinen Kindern, mit der Familie verbringen oder irgendwas Interessantes machen, ohne ständig dann aufs Handy zu gucken. Das heißt, ich möchte
Geld verdienen oder verlieren, wenn ich am PC bin. Ja. Genau, so schaut's aus. Im Grunde genommen, genau, ich habe vergessen zu sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach zwischendurch hier rein. Ich versuche das zu beantworten, was sie beantworten kann. Ja, und dann gucken wir uns das an. Marktstruktur ein bisschen vielleicht, ja. Das heißt im Grunde genommen, wieso, weshalb, warum wir da sind, wo wir jetzt sind, für die Märkte, ja. Das heißt auch, das hat ja Nelson schon am Anfang gesagt, Danke. egal wie euch das was, Nelson, hast du was gesagt? Ja, nur ganz kurz, wenn du das Zeichentools benutzt, dass du das Panel von GoToWebinar wieder zuklappst, weil das wird sonst mit übertragen, damit wir hier dem Datenschutz auch gerecht werden. Also du meinst, Genau, rechts einfach wieder zuklappen und dann kannst du das Zeichentool benutzen. Ja. so, genau, okay. Ja, passt. Okay, super. Du meinst dieses Zeichentool aber, gell? Ja, genau, jetzt ist es super so. Danke. Passt. Sehr gut. So, wo sind wir jetzt hängen geblieben? So, du wolltest gerade Nein. mit der Marktstruktur anfangen. Genau, mit der Marktstruktur, ja, das passt. Nee, im Grunde genommen, also ich habe mir so ein bisschen die Schritte, ja, ich wollte ja sagen, also Fragen könnt ihr jedes Mal stellen, ne? Ich versuche alles zu beantworten, aber was für einen Plan verfolge ich? Also zumindest für mich persönlich, also ich musste mir auch alles selber erarbeiten. Ja, da ist keiner hingekommen, obwohl ich in der Firma war, ist keiner hingekommen, hat mir gesagt, mach das und das und das. Ja, Einzige, was mir der Chef immer gesagt hat, ist, mach ein Research für die letzten 10 Monate für das Setup, mach ein Research für die letzten 10 Monate für das Setup. So, das heißt, ich war mit Research unterwegs. So. Wobei letztendlich hat er mich genau darauf hingewiesen, was ich eigentlich handeln sollte. Ja, aber ja, ihr kennt das selber, ja. Wenn man selber nicht ins Fettnäpfchen getreten hat, dann checkt man das auch nicht. Ach, guck mal, der Andreas ist auch dabei. Ja, den kenne ich sogar. Ja, schöne Grüße zurück. Genau, das heißt, im Grunde genommen. Ja, worum geht das? Ich habe mir einen Plan entwickelt dann. Also ich wollte ein Trade auseinanderpflücken. Ja, ein Trade ist ja nicht nur ein Trade. Ja, da steckt ja viel mehr dahinter. Das heißt, für ein Trade müssen wir eine gewisse Vorbereitung treffen. Ja, weil wenn wir anfangen da einfach Long Short die ganze Zeit irgendwas zu spielen, ist in seltenen Fall positiv. Vor allen Dingen, es kann positiv sein heute. Es kann mo morgen positiv sein. Es wird übermorgen wahrscheinlich nicht positiv sein. Und ihr müsst euch aber fokussieren und konzentrieren, wie ist das langfristig gesehen? Weil ihr wollt ja nicht ein halbes Jahr handeln. Ihr wollt ja wahrscheinlich die nächsten 10, 20, 30 Jahre handeln. Das heißt, ihr müsst heute anfangen, an einem System zu arbeiten, was euch über die Zeit begleitet. Ja? Wir wissen nicht, wie sich die Märkte verändern werden, aber zumindest, und darüber dürfen wir auch gar nicht nachdenken, ja, sondern wir müssen das nehmen, wie der Zustand jetzt ist. So, ich habe im Grunde genommen was entwickelt, ja. Oder was heißt entwickelt, ja, hört sich jetzt so akademisch an. Ja, ich sage immer, ich bin kein Akademiker, ich bin Trader, ja. So. Ich habe so ein 4-Punkte-System entwickelt, ja, das habe ich auch schon letztens kurz angerissen, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil über diese 4 Punkte kommen wir ans Ziel, wenn wir alle 4 Punkte abarbeiten. Ja. Der Punkt Nummer 1 ist die Analyse. Ja. So, das heißt, die Analyse, was heißt das? Übergeordnetes Bild sich anschauen, den Marktkontext verstehen, wo sind wir? Sind wir im Long Trend? Sind wir im Short Trend? In der Range? Zonen erstellen, ja, das heißt Arbeitsbereiche erstellen, ja, wo wir handeln möchten, ja, das heißt, für mich sind diese zum Beispiel Zonen, was ihr hier so auf dem Bildschirm seht, das sind tatsächlich nur Zonen, wo ich möchte dann noch nicht mehr handeln, ja, sondern das sind Zonen, ich sage immer Fokuszonen, ja, das heißt, wenn der Markt hier irgendwo in die Nähe dieser Zone ranläuft, dann möchte ich auf einmal wach werden, ne? Weil ich weiß ganz genau, dass hier zwischen irgendwo ist nichts zu tun.
Ja, weil ich kann, sagen wir, wenn ich die, zum Beispiel hier am Bund, ja, wenn ich jetzt hier so anschaue, weiß ich ganz genau, dass hier oben jemand eingetreten ist. Ich weiß ganz genau, dass hier unten jemand diesen Short initiiert hat, und zwar tatsächlich initiiert hat, ja, weil der musste diesen Long, der sich hier gegengestellt hat, rausschmeißen. Das heißt, der hat diesen Short hier fabriziert, und ich habe einen Tief. Das heißt, ich habe schon mal drei Marken, wo ich unterstellen kann, erstmal, dass dort irgendwas passiert ist. Ob das tatsächlich so dann ist, werden wir herausfinden, wenn der Markt dahin kommt. Ja, deswegen, also ich habe so Zonen, wo ich sage, da möchte ich unbedingt wach sein. Das heißt, volle Konzentration, Handy weg, Frau weg, Kind kurz beiseite schieben, Fokus on. Ja, so. Das ist die Analyse. Ja, also alles zusammen versuchen zu verstehen, wo sind wir, wie stehen wir. Und die zweite Sache ist das Setup. Ja, das heißt im Grunde genommen, bevor der Handel überhaupt anfängt, weiß ich ganz genau, wo ich handeln werde. Das waren meine erarbeiteten Zonen. Ja, und das wird so aussehen, dass ich sage, also zumindest für meine Setups, ja, was ich handle, wird sein ein Breakout. Es wird ein Reversal sein. Das Reversal beinhaltet auch ein False Break. Es wird ein Setback geben Richtung Short. Es wird ein Ausbruch geben oder es wird ein False Break geben. Ja, das heißt, bevor wir anfangen zu handeln, habe ich schon meine Setups alle im Kopf durchgegangen. Ja, wenn wir an das Level mal rankommen, ja, zum Beispiel im DAX, wenn wir an die 468 rankommen und ich einen Ausbruch sehe, der als Ausbruch die Gültigkeit hat, dann handle ich den. Welchen Vorteil hat das alles? Das Ganze vor dem Handel bereits im Kopf durchzulaufen. Ihr habt diese Information nach vorne geholt. Ja, das Gehirn ist ja wie Riesenschrank, ja, tausende Schubladen. Und wenn wir unvorbereitet dahin gehen an dieses Level, dann fangen wir an, irgendwas zu suchen, ja. Also so mehr oder weniger so ein bisschen in Panik, Longshot, was will ich überhaupt machen? Aber wenn wir bereits diese Situation im Kopf durchgegangen sind, sind sie gegenwärtig, ja. Das heißt im Grunde genommen, wenn wir dann da sind, hat das Gehirn relativ kurze Zeit, um diese Schublade, die das Gehirn vor einer halben Stunde schon mal herausgekramt hat, kann er sagen, pass auf, das ist ein Breakout. Ich wollte für ein Breakout das und das sehen und das ist eingetroffen. Sieh zu, dass du klickst. Ja, also eigentlich einfach die Information hochholen. Das ist das Setup. Also müssen wir uns festlegen, was handeln wir? Na, ich habe im Grunde genommen nur zwei Setups. Also einmal Ausbruch und einmal Reversal. Fertig aus. Na, nicht alles handle gleich gut. Es gibt Sachen, die handle ich gut, ja, die handle ich schlecht. Ja, und das ist wiederum, wo sich Spreu vom Weizen trennt. Ein Ausbruch ist nicht gleich ein Ausbruch. Ja, ein Ausbruch zum Beispiel auf der Long-Seite funktioniert anders als ein Ausbruch auf der Short-Seite. Ja, kann ich den Ausbruch auf der Long-Seite gleich gut handeln? Oder handle ich den schlechter? Ich handle ihn zum Beispiel auf der Long-Seite schlechter als auf der Short-Seite. Auf der Short-Seite handle ich ihn richtig gut, auf der Long-Seite weniger gut. Also muss ich auch hier so ein bisschen differenzieren. Was sind meine, sagen wir mal, guten Setups? Das heißt, wo kommen viel Kontrakte rein? Und was sind so die eher schwachen Setups, aber schwachen nicht im Sinne von, die reißen meine Performance nach unten, sondern die schwachen, die bauen meine Performance auch ebenfalls auf, nur eben nicht so gut wie meine Super Trades. Ja? So. Und da haben wir jetzt schon zwei Sachen, Analyse, Setup. Und nur weil das Setup jetzt eintritt, das heißt, wir kommen an das Level, ja, jetzt zum Beispiel im Bund, wir kommen an das Level hier nach unten, bewegen uns unter das Daily Low von gestern, ist das gleich schon für mich das Zeichen, dass ich execute? Fragezeichen? Nein. Es kann ja auch ein False Break werden, das heißt ein Fehlausbruch. Ja, das heißt, es kann ohne Volumen gehandelt werden. Es kann auch sein, dass einfach nur Stops geholt wurden, wie auch immer, und kein Follow-up ist. Ja, Follow-up, dass jemand im Grunde genommen die Richtung sieht und dann tatsächlich auch die Seite dann anfängt zu bedienen. Also kann ich darauf nicht handeln. Man könnte es, nur die Trefferquote wird darunter leiden. Also müssen wir eigentlich so einen der wichtigsten Schritte noch hinzufügen. Und das ist im Grunde genommen der Trigger. Ja? Der Trigger. Was ist der Trigger? Ja. Ist im Grunde genommen, wann drücke ich ab? Ja, was muss dafür erfüllt werden, dass ich mein Setup, also sagen wir so ein Breakout, tatsächlich auch klicke? Ja, es gibt viele Situationen, es kommt ein Breakout, man sieht den Trigger nicht, man klickt nicht,
lass ihn laufen, ja, dann läuft er vielleicht seine 7 Punkte und stirbt. Oder läuft an, 10, 20 Punkte, kommt zurück, gibt mir dann den Trigger und dann steige ich ein. Oder er läuft vielleicht auch weg und ich habe den Trigger nicht gemacht, dann ist das nicht mein Bier. Das müsst ihr auch verstehen. Ja, das heißt im Grunde genommen, es passieren Situationen im Handel, der Markt läuft weg. Ja, und ihr sagt, boah, wie wäre ich denn reingekommen? Keine Ahnung. Es ist nicht euer Bier, 100%ige Trefferquote zu haben, beziehungsweise 100% der ganzen Bewegung mitzunehmen. Ja, ihr müsst euch so vorstellen, als würdet ihr einen gewissen Arbeitsbereich haben. Ja, eure Aufgabe ist das, diese Analyse mit diesen Setups anhand dieser Trigger, zum Beispiel 5 Trigger pro Setup, zu klicken. So. Und das habt ihr dem Chef gesagt, pass auf, das sind meine Analysen, ja, das sind meine Setups und auf diese Trigger handle ich. Ja. Und wenn diese Trigger nicht kommen, dann handelt ihr eben nicht. Weil würdet ihr da handeln und Risiko aufnehmen und am Ende geht das schief, müsst ihr dem Chef erklären, warum ihr ohne euren Trigger gehandelt habt. Ja, und dann wird er sagen, pass auf, ja, wenn du nochmal meine Kohle hier verzockst, ohne dass du dich an deinen Plan hältst, dann kannst du das weitersuchen. Fertig, ja, dann stellt man sofort solche Sachen wieder ab. Das heißt also, im Grunde genommen müsst ihr verstehen, dass es tatsächlich Arbeit ist, ja. Ihr habt einen Aufgabenbereich, ihr habt gewisse Setups und diese Setups, die funktionieren, die müsst ihr anwenden. Genau, dann die Nummer 4 ist so ein bisschen für sich alleine, ja, das ist der Exit, ja. Das heißt, warum alleine? Weil jeder so ein bisschen psychisch verschieden eingestellt ist. Man kann nicht sagen, es gibt diese und diese richtige Exit-Strategie. Kann man nicht. So, weil man muss erstmal sich analysieren, wie bin ich drauf? Ja? Ich, wie ich schon gesagt habe, mag gerne meine paar Ticks im Eurostoxx 5 Ticks. Ja, wenn ich mal im DAX handle, ja, also DAX ist jetzt nicht unbedingt so, wo ich den Hauptfokus habe, ja, also Hauptfokus ist 70% hier. Ja, wahrscheinlich 25 irgendwo hier und 5 hier. Das heißt, so ist es verteilt. Wenn was kommt, dann handle ich, aber ich will da auch nicht viel. Ja, ich habe heute wieder im DAX da gesessen, also im Grunde genommen, wenn, dann gehe ich irgendwie so auf eine Strecke von 10 Ticks, Daumen mal Pi. Ja, aber ich habe da heute wieder gesessen, habe die Chance wieder gesehen auf 100 Punkte. Ja, bin den Trade eingegangen und hab gedacht, dass der die 100 macht, hat er nicht. Ja, der hat nur 50 gemacht, kam wieder zurück. Ich habe ihn bei 50 zugemacht, aber so sind wir alle so ein bisschen, ne? Also wenn wir mal ab und zu sehen, dass die Situation da ist, dass wir mehr bekommen könnten. Ja, aber das wirklich nur aus, nicht aus der Hüfte geschossen, sondern heute sind die Voraussetzungen eben da gewesen, dass man diese Punkte machen könnte, hätte machen können. Dann darf man das auch machen. Ja, es darf aber nicht jeden Tag irgendwie verschieden alles sein. Ja, sondern ihr müsst dafür euch gewisse Rahmenbedingungen schaffen. Ja, deswegen ist der Exit so für den einen so, für den anderen so. Ich kenne welche, die handeln über große Strecken, ja, und sind total zufrieden und entspannt. Die anderen handeln kleine Strecken, ja. Ein gutes Beispiel bei uns, zum Beispiel einer, der bei uns in Frankfurt im Büro sitzt, handelt für ein großes Londoner Haus, ja, sitzt aber bei uns im Büro. Und der bestimmt 10 Jahre lang im Eurostoxx auf ein Tick TP gehandelt. Ja, jetzt wird sich jeder fragen, wie das denn mit negativen CFV funktioniert auch nicht. Ja, funktioniert und hat super viel Geld verdient. Wie hat das funktioniert? Indem die einen Marktteilnehmer, der sich zu der Zeit sehr, sehr deutlich immer gezeigt hat, auf den gehandelt haben. Ja, Frontrunning. Der hat sie gezeigt, reingestellt, ein Tick TP, boom, zack, Geld verdient. Haben das 20, 30 Mal am Tag gemacht. Damals im Eurostoxx, das Volumen war unheimlich groß. Das heißt, man konnte da ganz locker, ohne Probleme, 300, 400, 500 Kontrakte, vielleicht sogar 1000 Kontrakte unterbringen. Für einen Tick, ja, was dementsprechend dann relativ zügig zwischen 3000, 5000, 10.000 Euro entsprochen hat. Ja, und das, glaube ich, kann man damit zufrieden sein. Deswegen. Ja, also lasst euch nicht immer so blenden, ja, Riesenstrecken, oh, nicht mitgenommen. Versucht an die Zukunft zu denken, Size, Kontogröße, beziehungsweise Kontraktgröße zu erhöhen, aber nicht unbedingt immer so auf die maximalste Strecke zu gehen. Ja, je länger ihr im Trade seid, desto mehr Risiko kommt, ja, je länger die Marktteilnehmer im Markt drin sind, desto mehr Hirngespinste haben die,
Ja, der eine kriegt Angst, der andere hört sich Twitter an, der andere hört sich was weiß ich was an und schon fangen die an, komisch zu werden. Ja? Wir brauchen eigentlich diese Initialbewegung, die am Anfang kommt. Das ist so die sicherste, schönste Bewegung. Genau. Und eigentlich ist das hier so der Handelsplan. Ja? Das heißt, hier habt ihr ein Trade unterteilt in die Sektoren. Wenn man sich jeweils mit den einzelnen Punkten beschäftigt, diese Punkte für sich identifiziert, rausschreibt, habt ihr im Grunde genommen ein solides Fundament, wenn man so möchte, um im Handel erfolgreich zu werden. Ja. Ich rate immer jeden dazu, bei hart, ja, also wirklich, egal was passiert, ja, nimmt ein, maximal zwei Instrumente, ja. Lernt die kennen, ja. Seht zu, dass ihr das hier anwendet auf ein, zwei Instrumente, ja. Ich kenne unheimlich viele, die handeln zum Beispiel nur den Eurostoxx. Ich kenne welche, die handeln im professionellen Bereich nur den DAX. Ja, welche nur den Bund, ja. Ein Instrument, jahrelang und verdienen damit Geld. Vorteil davon ist, ihr kennt das Instrument schon. Ihr kennt diese ganzen Feinheiten davon. Das heißt, ihr seid so richtig spezialisiert darauf. Ja, ihr könnt darauf mehrere Setups anwenden. Ja, oder eine andere Seite ist, wo ich sage, pass auf, wenn ihr ein Setup zum Beispiel handeln würdet, ja, sagen wir mal, was weiß ich, was False Break auf Daily Basis, ne? Das ist ja eigentlich ein relativ einfaches Setup und braucht nicht viel Gehirnleistung. Dann kann ich auch, was weiß ich, vier, fünf Märkte gleichzeitig beobachten und gucken einfach, welcher Markt ist gerade am Daily Low oder am Daily High und der Markt, der gerade da in der Nähe ist, den schalte ich mir in eine kleine Zeiteinheit. Und dann gucke ich, was da passiert. Ja, und wenn dein False Break kommt, dann handle ich den. Fertig. Das heißt, ein Markt, mehrere Setups, ja, also maximal bis drei, vier Setups irgendwo und ein Setup auf mehreren Märkten ist kein Problem. Ja, wobei die meisten tatsächlich, so wie ich das gezeigt habe, die haben irgendwo einen Major-Markt. Ja, das ist der Markt, womit die richtig Geld verdienen. Und damit es nicht ganz langweilig am Ende ist, ja, das ist leider Gottes, ist das so, ja, Handeln ist langweilig, dass man dann sich noch ein bisschen Ablenkung sucht, dass man die Sachen mitklickt dann am Ende, wenn in diesem Markt gerade nichts zu tun ist, ja, deswegen, so kann man das machen, ne? Genau, also im Grunde genommen von dem, was so in Märkten passiert. Ja, also wir müssen immer so ein bisschen mitdenken. Ja, das heißt, wir haben ja hier seit April schon Nelson, wie lange läuft denn das Webinar? Also angesetzt ist bis 19 Uhr, aber wenn du länger machst, ist das für mich kein Problem. Okay, also wir werden nicht unbedingt, vielleicht 5 Minuten länger. Genau, also im Grunde genommen. Ich reiße vielleicht nur ein Thema an, was wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen werden, ja, damit die Marktteilnehmer sich oder Teilnehmer sich ein bisschen freuen können, was beim nächsten Mal kommt. Genau. Wir haben ja wirklich seit April, ja, hier April, März so im Bereich dieser Range hier etabliert, ja, im DAX, im Eurostoxx ebenfalls das Gleiche, haben wir nach oben, nach unten hier versucht zu handeln. Ja, im Eurostoxx ein bisschen sauberer als im DAX, ja, aber das hat was damit zu tun, dass der DAX ein bisschen liquider ist. Und das war die Range, ja. Das war erstmal unser Arbeitsbereich monatelang. Ja, man war damit schon zufrieden. Man hat auch die Lows hier relativ aggressiv und die Highs aggressiv im Reversal gehandelt, weil man wusste ungefähr, was Sache ist. Dann hatten wir diesen Ausbruch hier auf die Oberseite, was erstmal als Fehlausbruch sich hier rauskristallisiert hat. Und danach kam so diese unter anderem auch wichtige Phase, das war so diese Phase. Ja. Das heißt, wir haben hier relativ viel gehandelt, relativ viel umgesetzt, haben dann. Ja, tut mir leid. Haben wir doch die Ziele auf der Unterseite erreicht. Ja? Und von hier aus müsste es eigentlich ja, charttechnisch nach oben gehen. Ja? Was wir nicht gemacht haben, sondern wir sind hier auf der Oberseite hängen geblieben. Konnten eigentlich relativ zügig, oder zumindest, also ich habe relativ zügig für mich das so erklärt, dass ich gesagt habe, pass auf,
Wir kriegen die Hooks nicht rein. Ja, wir haben hier diesen, ich muss das vielleicht so ein bisschen rein scrollen, damit wir verstehen, was ich meine. Ja, die Marktteilnehmer haben die Position hier verteidigt. Ja. Dann sind wir nach oben durchgelaufen, haben ganz normal hier nochmal in dieser Value hier reagiert Richtung Unterseite. Die Longs haben das hier nochmal wirklich mit Kraft verteidigt und von hier aus hätten wir neue Hooks machen müssen. Also von hier aus hätten wir hochlaufen müssen. Ja. Was der Markt nicht gemacht hat, sondern wir sind wieder zurückgekommen. Ja, und da fing im Grunde genommen die ganze Misere an. So, das heißt, im Grunde genommen hat sich das hier schon abgebildet, dass die Marktteilnehmer, die hier im Long seit Wochen, Monaten unterwegs sind, ja, ihr müsst euch vorstellen, dass da nicht Barkontrakte umgesetzt wurden, sondern hier hat man sich wirklich positioniert im millionenfachen Bereich. Ja. Eurostoxx gestern irgendwie bis kurz nach Nachmittag 800.000 Kontrakte gehandelt. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr Tage summiert, wie viele Millionen Kontrakte da rumkommen. Dass die Marktteilnehmer im Grunde genommen den Markt hier anreißen, ja, also die Großen, um ihre Position mit Plus zu schließen, weil die merken, oben geht es nicht weiter, und die Position Richtung Short drehen. Ja. Das hat sich im Grunde genommen jetzt so bestätigt, gestern und heute, dass wir nach unten das Ganze durchdrücken. Wenn man sich das Ganze hier so ein bisschen anguckt, ja, das heißt im Grunde genommen auf der Oberseite auch wird relativ viel Volumen umgesetzt in kurzer Zeit. Ja. Was meine ich in kurzer Zeit ist, wenn man so sieht, in einer Kerze, ja, hier auf der Oberseite in einer Kerze, wird viel Volumen umgesetzt. Ja. Also hier ist das Volumen zum Beispiel 3 Tage. Erreicht genau das gleiche, was an einem Tag hier geschaffen wurde. Das heißt, dieses große Volumen, was hier umgesetzt wurde, ist nichts anderes als der Kampf zwischen Käufer und Verkäufer. Ja, also kommt das zustande. Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf. So, letztendlich ist es entscheidend dafür, wo die Bewegung hingeht. Ja, die Bewegung ist von hier aus runtergelaufen, das heißt, der Verkäufer hat hier gewonnen. Ja, und das ist so sagen wir, die Theorie, was hinterm Handel steht. Ja, was wenige hinterfragen. Ja, im Handel ist das nicht Kerze hoch, Kerze runter. Im Handel ist das Geld verdienen, Geld verloren. Ja, es geht um das Geld. Es geht nur um das Geld. Es geht um nichts anderes. Ja, das heißt, wir stabilisieren uns an Levels. Und wenn das Level nach oben abgearbeitet wird, heißt dann im Grunde genommen, dass jemand Geld verdient, jemand anders verliert das Geld und andersrum genauso. Und das sind so die Sachen, die wir für uns rauskristallisiert haben möchten. Da war gerade in so einem Fragezeichen-Chat hin und her. Wo kriege ich das denn hier? Chat. Ne? Fragen? Fragen. Ist aufgeleuchtet, aber nicht mehr da, doch hier. Ja, Webinar wird aufgezeichnet. Ja, okay. Ja, danke. Ich habe es nicht mitbekommen, dass das Antwort ist. Und darum geht es im Grunde genommen, diese Materie so ein bisschen zu verstehen. Ja, das heißt also, diesen Kontext zu verstehen, was heute eigentlich dazu geführt hat, dass wir die Short-Seite relativ gut und aggressiv handeln können. Ja, weil wenn wir wissen, dass auf der Oberseite nichts geht und die großen Marktteilnehmer hier anfangen, ihre Position mitzunehmen beziehungsweise zu drehen und wir nach unten hier tatsächlich einen Trend stabilisieren, kann man auch die Lows hier shorten. Na, und mein Plan ist im Grunde genommen relativ einfach, ja. Also ich mag das gerne im Leben einfach. Ja, warum schwer, wenn es einfach geht? Aber man muss, glaube ich, erstmal durch das Schwierige gehen, bevor man sich an das Einfache wendet, ja, wenn man das so sagen darf. Ich habe für mich im Grunde genommen den Plan so entwickelt, dass ich gesagt habe, pass auf, was interessiert mich im Handel? Ja, eigentlich interessiert mich eigentlich die nächste Situation, wo ich handeln kann. Nichts anderes. Was interessiert mich dieses Hoch hier? Was interessiert mich dieses Hoch hier? Wenn wir hier eröffnen und hier ganz genau weiß, die nächste Station, wo wir stehen bleiben, ist das, das oder das. Das heißt, ich fokussiere mich auf dieses Level oder auf dieses Level. Dieses ist sogar zweitrangig. Ja, und das sind die ersten Levels, die angehandelt werden können. Genauso im Eurostoxx, die ersten Levels, die angehandelt werden, im Grunde genau das Gleiche. Das ist für mich die Priorität Nummer 1. Ja. Was unterstelle ich den Levels? Nichts anderes als, wie gesagt, der Markt hat hier eröffnet, ja, hat irgendwann im Laufe des Tages ein Tief markiert. Dieses Tief, von diesem Tief haben wir uns nach oben bewegt.
nach oben bewegt, zwei Möglichkeiten. Ja, einmal die Eindeckung und einmal Long sind reingekommen. Ja, es kommt immer an jeder Spitze ein Long rein und an jeder Spitze ein Short rein. An dieser Spitze ist ein Short reingekommen, an dieser Spitze ist ein Long reingekommen. Wir haben eben diese konträre Händler, die darauf aus sind, Gegenbewegung zu handeln, also wirklich diese Spitzen zu erwischen. Ja, wir haben die überall. Somit, wenn ich weiß, dass hier ein Long reinkommen ist, ja, weiß ich auch, dass wenn wir das nächste Mal in dieses Level anlaufen werden, wird dieser Long versuchen, seine Position zu verteidigen. Ja, und da werden noch Teilpositionen liegen von der Long, weil die großen Marktteilnehmer spielen nicht so wie wir. Ja, das heißt, die spielen nicht 10 Punkte rein, 10 Punkte raus. Ja, die versuchen, eine Position aufzubauen, ja, also quasi Positionshandel zu betreiben. Das heißt, auch wenn die nach oben irgendwelche Gewinne mitnehmen, werden die letzte Position hier unten haben. Und wenn wir hier unten ankommen, werden die versuchen, diese Position zu verteidigen. Oder die Position wird dann kaputt gemacht von dem Short dann und der Short wird sie durchsetzen. Ja, das ist so die Unterstellung, die ich für den Markt habe, genauso wie hier. Ja, wir hatten dieses Daily Low, ja, wo der Long sich eingesetzt hat. Am nächsten Tag haben wir dieses Daily Low nach unten rausgenommen. Der Short hat sich hier festgesetzt. Der Short hat bis zum Schluss gekämpft. Ja, das heißt, diesen Kurs hier unten runterzuhalten, wo er seine Positionierung gehabt hat, also seine Ausbruchspositionierung. Und wenn ich weiß, dass der Short hier noch hängt, weiß er ganz genau, wenn wir beim nächsten Mal hier in diesen Bereich reinlaufen, der ist so ein bisschen spezifischer, dieser Bereich, den muss man auch mit Volumen untersetzen, dann weiß er ganz genau, dass ich hier in erster Linie nach Shorts Ausschau halten sollte. Ja? Ob der Short da reinkommt oder nicht, keine Ahnung. Aber zumindest habe ich schon Bereiche für mich herausgefunden, wo Handel stattfinden sollte. Jetzt weiß ich ganz genau, Nummer zwei war das Setup. Welche Setups sie da handeln und was dafür tatsächlich dann sorgt, dass sie das dann durchhandeln, ist dann Punkt Nummer drei der Trigger. Ja, das heißt also, wenn ich sehe, dass im Markt dann das gehandelt wird. Ja, wie zum Beispiel, wir können auf den Eurostox eingehen. Eigentlich hatten wir im DAX heute und im Eurostox genügende Situation, schöne Situation. Vielleicht sei was mit Triggern meine. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir hatten hier Ziele im DAX gehabt. Erste, nicht Ziele, sondern Zwischenziele, ja, nicht falsch verstehen. Das war das Zwischenziel, die 418 hier gewesen. Ja, ebenfalls hier, ja. Das heißt im Grunde genommen, same story, nach oben rausgebrochen. Das heißt, der Long hat sich hier positioniert. Der Long hat seine Position nicht bestätigt, beziehungsweise nicht geschafft. Der hatte, der Markt ist vorgelaufen. Ja, das heißt, diese Position hier, der hat seine Position vielleicht nie ganz ausgebaut. Ja. Das heißt, in diesem Bereich wird es interessant, wenn wir die 418 hier erreichen. Ja, und da muss man dann schauen, ob der Long sich nochmal zeigt. Ja, es ist hier Rede von, glaube ich, 29. März oder sowas. Aber das ist der Handel. Ja. Das heißt, die großen Marktteilnehmer, die den Markt bewegen, positionieren sich für die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar. Das heißt, die Positionen liegen immer noch da, auch wenn es gerollt wird. Ja? So. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den DAX reingehen, so, dann können wir gleich sehen, dann kann ich so ein bisschen sagen, was der Trigger ist oder was für eine Art, was Sie damit meinen mit den Triggern. So, das war das Daily Low. Ja? Hier, das war das Daily Low, was zur Eröffnung hier hin und her gelaufen ist. Ja, ich habe, wie gesagt, im Mentoring bei mir erkläre ich, warum nicht hier gerade reingehen, was müssen wir für Strukturen abwarten, ja, also wie dieser ganze Handel zustande kommt. Das wird jetzt in den Rahmen hier sprengen erstmal. Es geht mir zum Beispiel hier um diese Situation oder hier unten, ja, und das war zum Beispiel diese 418 hier auf der Unterseite, ja, was wir punktgenau erreicht haben. Ja. Die einen werden sagen, der ist mir jetzt einfach weggelaufen. Ja, der hat das getoucht und schon war 30 Punkte höher. Ja, okay, der war 30 Punkte höher. Oder hier unten, ja, der hat hier ein schönes Reversal hingestellt und war relativ zügig. Ich war genau an der 15.402 Long. Er wollte meine 100 haben, der hat mich hier im Setback bei 2,50 dann, habe ich ihn zugemacht. Aber egal, was ich damit meine. Was wir sehen wollen. Ja, viele gucken dieses eindimensionale Zeugs hier an. Ja, und dann sagen die, ich habe es nicht geschafft, der ist zu schnell weggelaufen, der ist auch hier zu schnell weggelaufen, der ist zu schnell weggelaufen.
Ihr müsst versuchen, euch zu, also die Visualisierung zu trainieren, eure Augen zu trainieren. Ja? Die gleiche Situation, das Minutenchart, jetzt gehe ich zum Beispiel auf so einen 25 Volume-Based Chart rein. Ja, also das ist dann eine Minute unterteilt, ja, also eine Kerze hat 25er Volumen hier gehandelt. Und dann werdet ihr auf einmal sehen, hey, ich habe doch genügend Zeit gehabt. Ja. Hier, ja, das ist das Gleiche, was wir gerade gesehen haben, was in einem Strich runtergegangen ist und in einem Strich hochgegangen ist. Und auf einmal habe ich hier unheimlich viel Zeit zu reagieren. Ja. Das Level wird hier das erste Mal angelaufen um 9.16 Uhr, 38 Sekunden und läuft weg, ja, um 9.17 Uhr, 52 Sekunden. Das heißt, ihr habt hier gute 4 Minuten Zeit, um 3-4 Minuten Zeit, um zu reagieren. Ja. 3-4 Minuten wird man sagen, die sind wie im Flug vergangen. Das ging so schnell, ja, das kann ich nie greifen. Ich kann euch versichern, das könnt ihr greifen, wenn ihr das richtig aufarbeitet, visualisiert, im Videos im Nachhinein guckt. Ja, viele sagen 2-3 Minuten, das ging mir zu schnell. Ja, ich sag immer, weißt du was? Wir machen jetzt eine ganz leichte Übung. Ja, du machst deinen Mund zu, machst deine Nase zu. So, und ich gucke 3 Minuten noch auf die Uhr, ja, und gucken, ob du in 3 Minuten noch da sitzt. Und mal schauen, wie viele Gedanken dir durch den Kopf laufen in diesen 3 Minuten. Ja, also 3 Minuten sind unheimlich viel. Ja, und wir sind hier eigentlich in diesem Kurzfristbereich, um innerhalb von Sekunden zu reagieren, teilweise, besonders bei so schnellen Instrumenten. Genau, der Markt läuft hier runter, ist jetzt ein Volumenprofil hier. Nichts anderes dargestellt als Käufer gegen Verkäufer im Market-Bereich. Ja, also Market-Kauf, Market-Verkauf. Und ja, solche Situationen zum Beispiel, wenn wir auf die Unterseite laufen und komplett absorbieren, ja, was heißt dieses Absorbieren? Heißt nur eigentlich, dass jemand sich hier auf die Bit-Seite stellt, ja, also diese Geldseite, was also Bit-Seite ist auf Deutsch Bit, Geldseite, wo er sich hinstellt, ja, von mir aus eine Eisbergorder, irgendwie sowas, ja. Und das sind so Informationen, die uns dazu verleiten, dann in Trades einzusteigen, ja. Zum Beispiel hier dann ein massives Kaufpotenzial hier im Setback. Ja, des Weiteren dann sieht man hier im Grunde genommen das, was ich gerade beschrieben mit diesen False Break Niveaus beschrieben habe. Ja, das heißt, das war das letzte Tief. Der Käufer kommt rein. Ja, der Verkäufer versucht sich, schafft das nicht. Der Käufer kontert und der Käufer verteidigt seine Position, die er gekontert hat. Boom. Ja, genauso wie hier unten, wo der Einstieg stattgefunden hat. Vielleicht noch besser für euch zu sehen oder zu erkennen. Ja, der Markt läuft runter. So. Und stellt uns diese zwei Volumenspitzen hin. Ja, das heißt im Grunde genommen, was wird hier gemacht? Ja, 20, also 20 verkauft, beziehungsweise wenn ihr so wollt, ja, gehe ich Kerze für Kerze durch. So. In dieser Kerze, in der fallenden Kerze, werden 15 verkauft, der Markt läuft weiter. Gesund, normal, passt. Ja, in der nächsten Kerze sehen wir, dass im Grunde genommen hier nach oben diese Kerze nochmal Volumen hinstellt, also massives Volumen hinstellt. Auch hier 20 Verkäufer, da waren wir hatten 15 Verkäufer, 20 Verkäufer, das heißt, was heißt Verkäuferkontrakte. Ja. Und der Markt reagiert trotzdem nach oben. Ja. Das heißt, wer hier im DAX, und das ist für den DAX sehr viel, ja. Diese Masse, ich war an der Spitze im DAX mit 25 großen Kontrakten unterwegs und ich kann euch sagen, das ist viel. Ja, die Algos sehen einen, ziehen einen aus, die machen mit dir, was du willst. Wenn man das erkannt hat, kann man sagen, dass oberhalb dieses Punktes der Käufer gewonnen hat. Der Markt läuft von da aus nach oben. Das heißt, der Käufer hat mehr Power, mehr Dominanz als der Verkäufer. Das heißt, wenn wir nochmal zu diesem Punkt zurückkommen, muss der Käufer, der hier gewonnen hat, seine Position verteidigen, weil der Schlagabtausch hat hier stattgefunden und er muss hier verteidigen. Das ist dann für euch im Grunde genommen der Bereich, wo ihr ein Long spielt. Ja, wenn man so sieht, ist genauso die 402 hier. Ja, das war im Grunde genommen mein Entry gewesen. Und das sind so die Feinheiten. Ja, und diese Feinheiten, die neigt man irgendwie komischerweise nicht zu sehen, weil man denkt, dass der Handel viel, viel komplizierter ist oder wie auch immer. Aber genau um sowas geht es. Und zwar genau das, dieses erarbeitete Level ist ein Märchen. Das ist etwas, was wir uns vorstellen, was funktionieren könnte. Ja,
brauchen wir auch, weil wir brauchen Levels, wo wir unterstellen können, dass dort große Marktteilnehmer drin sind. Aber letztendlich entscheidend dafür, ob wir da handeln oder nicht, ist genau diese Arbeit. Ja, um zu sagen, die Dominanz ist jetzt auf der Long-Seite, die Dominanz ist jetzt auf der Short-Seite. Je besser man sich damit beschäftigt, desto besser wird das klappen. Ich will nicht sagen, dass es nur so geht. Ja, es geht auch im Grunde genommen anders. Ja, man kann es auch im Grunde genommen ganz normal technisch dann lösen und sagen, pass auf, ich handle hier dann entweder über M1 Fallsbreak, ja, nie ganz erreicht, dann über Nackenlinien, ja, solche Geschichten, dann kommt das Setback und man läuft nach oben. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Für mich persönlich macht es Sinn, das Volumen mit dazu zu nehmen, um zu sagen, um punktuell genauer zu sagen, was da passiert. Ja. Dann macht das richtig Spaß. Genauso im Euro-Stoxx heute im Ausbruch nach unten. Jetzt, wenn wir jetzt gleich zum Schluss kommen sollten, ja, auch so im Euro-Stoxx nach unten, ja, genau, Daily Low wird erreicht hin und her, dann haben wir 9 Uhr Eröffnung mit dem Setback. Man möchte nicht unbedingt um 9 Uhr hier gefangen sein in einer Position. Ja, also muss man sich warten, bis der Markt sich löst und dann versuchen hier unten zu exekutieren. Ja, dafür gab es auch gewisse Gründe, dass man da relativ sauber exekutieren kann. Ja, ich habe hier einen Auszug hier gemacht aus dem heutigen Handel bei mir. Ja, das war im Grunde genommen diese Situation. Ja, das ist andere Plattform, also dann meine Execution-Plattform. Das war hier der Retester 71. Der Markt kommt runter. Das war die Nackenlinie. Bis zur Nackenlinie können wir nicht warten. Ja, der Markt hat Druck. Das heißt, das, was wir uns morgens erarbeitet haben, dass der Markt im Grunde genommen diesen Short ausüben müsste. Ja, nach dem Kontext hatte sich hier dieses Volumen gestellt. Und in diesen Kerzen, wo er hier zurückgelaufen ist, hat er dieses Volumen nochmal verteidigt. Ja, also versucht man sich hier rein, quasi rein zu skalieren in die Position, als er sich nach unten gelöst hat, nochmal zwei ausgebaut. Ja, wie ich gesagt habe, ich handle mit 5 Ticks TP. Ja, 1, 2, 3, 4 hat er gerissen und den letzten wollte ich laufen lassen. Ja, was ich gerade gezeigt, ne, Eurostoxx hat mir gezeigt, 149 war das erste Ziel. Da ja, habe ich hier zugemacht, fertig, aus der Tafel gegessen. Jetzt könnte man meinen, das ist 5 Ticks sind ja nicht viel. Ja. Und stellt euch vor, ihr habt hier 10 Kontrakte verkauft, hier 10, hier 10, hier 10, hier 10, das sind 50 Kontrakte. 50 Kontrakte oder 40 Kontrakte mal 4 TP und dann noch einen mit 10, 11 Ticks oder sowas. Ja, ihr kommt da relativ zügig dann auf 2.500, 3.000, 3.500 Euro, was für einen Trade relativ stabil ist. Ja, und wir reden hier über 10 Kontrakte, ihr könntet hier ganz locker 100, 200, 300 Kontrakte verpacken und der Markt frisst das, weil auf jeder Seite steht auf jeden Preis über 1000 Kontrakte, ja, oder im Moment um die 1000 Kontrakte. Genau. Ich denke mal, dass wir für den nächsten Monat ein Thema anreißen werden. Ja, ich meine, jetzt viel geredet über diese Struktur und hin und her und was man machen kann. Im Grunde genommen über eine wichtige Sache. Ja, und zwar über das Trading Review, ja, und zwar ein wichtiges Thema. Ja, ich habe ja gerade gesagt, eigentlich geht das nur darum, das Beste vom Besten für sich herauszubekommen, rauszufiltrieren, um das dann im Handel umzusetzen. Ja, also im Grunde genommen selektives, qualitativ hochwertiges Handeln. Ja, und wir können gerne mal eine nächste Session machen. Was muss ich mir eigentlich für Fragen beantworten, um diesen Prozess, sagen wir mal, für mich zu ermöglichen, also dass ich diese Selektive da vornehme, ja. Deswegen, also Ziel von so einem Review ist das im Grunde genommen die Eliminierung von Fehlerquellen, ja. Also dass wir keinen Quatsch machen, sondern peu à peu, ja, es dauert ein bisschen, aber dass man peu à peu diese Fehler eliminiert, um danach die bestmögliche Performance zu erreichen. Ja, und nur das ist das Ziel im Grunde genommen von jedem im Handel. Ja. So sollte das zumindest sein. Ja. Also wie gesagt, das geht hier so eigentlich um den Kurzfristbereich, also was Kurzfristhandel angeht, also Daytrading, Intraday-Trading und weniger um Swing Trading oder Positionierung. Wobei Swing Trading kann man hier auch sehr, sehr gut, besonders mit dem Daily Chart machen.
aber auf jeden Fall nicht um langfristige Positionierung. Ja, deswegen so Fragen wie, wo wird der DAX morgen stehen? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wo der DAX heute notiert. Ja, ich gucke mir die Preisskala generell nicht an. Ich weiß gar nicht, wo die Preise da sind, weil man sich so auf die Patterns einfach konzentriert. Ja. Gut. Jetzt habt ihr noch Zeit, vielleicht Fragen zu stellen, falls jemand Fragen hat. Ansonsten übergebe ich das Wort gleich an Nelson für das Schlusswort. Und für mich persönlich wäre ich erstmal soweit durch. Ich hoffe tatsächlich, dass das ein oder andere vielleicht euch geholfen hat, ja, oder die Augen aufgemacht hat. Wer möchte, kann sich tatsächlich auch gerne fürs Mentoring sein Trial buchen. Ja. Der geht einfach auf unsere Seite www.traderstock.de und unter Mentoring, da könnt ihr gerne bei mir rein schnuppern, gucken, was wir da machen. Ja. Nelson, ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank. Also Fragen sind jetzt nicht nochmal reingekommen. Allerdings kann man immer noch entsprechend im Nachgang auch Fragen stellen. Gerne auch an uns übermitteln, an service@fxweb.com. Wir leiten das selbstverständlich weiter, so dass Sie dann auch entsprechend auch eine Antwort bekommen. Nach der Aufzeichnung wurde ja schon gefragt. Bis jetzt hat alles geklappt technisch. Insofern sollte da nichts dagegen sprechen, dass die Aufzeichnung auch diese Woche noch online kommt. Ansonsten würde ich mich jetzt hier tatsächlich auch dann verabschieden. Ich bedanke mich sehr bei Sergej. Vielen, vielen Dank für das Webinar heute. Die Termine für die weiteren Webinare werden natürlich bekannt gegeben. Am 17. Oktober fängt dann auch wieder unser gemeinsames Webinar mit dem Team von Traders Talk an, morgens Morning Meeting. Und darauf freue ich mich natürlich auch. Und mit Sergej werden wir das ein oder andere Webinar selbstverständlich auch noch machen. Und vielen Dank für das Interesse, fürs Dabeisein. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Passt auf eure Positionen auf. Und ja, würde ich mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und ja, ich weiß nicht, ob du noch ein Schlusswort hast, aber ich übergebe nochmals an dich zurück. Ansonsten, ja, bis demnächst. Ja, vielen Dank, Nelson. Genau. Und vielen Dank an die Teilnehmer, dass ihr zahlreich zugehört habt. Ich hoffe tatsächlich, also meine Intention ist, dass immer weniger irgendwie tatsächlich, sagen wir mal, kommerziell an jemanden anzutreten, sondern ich möchte, dass zumindest einer irgendwie eine Information aufgreift, die ihn beflügelt, besser zu werden im Handel. Ja, also bin wirklich durch und durch Händler und ich weiß, was für ein schwerer Weg ist. Ja, und jemand, der sich entschlossen hat zu handeln, um davon tatsächlich auch irgendwann mal die eine Scheibe abzuschneiden, der sollte wirklich an diesen Sachen arbeiten, weil das bringt uns nach vorne. Ja, es macht keinen Sinn, da am PC zu sitzen und einfach zuzuschauen. Man muss da Initiative ergreifen und nach vorne gehen. Und dann klappt das auch, ja. Also im Handel heißt das immer, man macht Baby Steps, ja. Man macht nie große Schritte, aber auch Baby Steps summieren sich und irgendwann mal hat man das erreicht, was man haben wollte. Lohnt sich auf jeden Fall. Na, also an euch auch vielen Dank und wir hören uns demnächst dann. Macht's gut. Ciao.